Von irgendeinem kriegen wir hier auch eine bessere Angel, meine ich. Nur mit der Ruhe. Als Angler muss man geduldig sein. Ja, Geduld ist ja voll mein Dingen. Zwei Pokémon hat er. Ein Tetacher. Das ist schon mal keine Hypnose. Ist schon mal viel wert. Was? Nicht effektiv? Das ist aber blöd. Das finde ich jetzt aber blöd. Nicht vergiften. So. Tentacher ist besiegt. 540 EP, das ist gut. Bordini, nein. Wollen wir nicht. Frankenieb. Komm jetzt, hau sie weg hier. Hau sie weg. Alter. Ja, ich weiß, dass sie sehr effektiv ist. Habe ich schon ein paar Mal abbekommen. So, Gordini wurde besiegt und 570 EP. Der ist mir entwischt. Tja, so ist das schon mal, ne? Hätte ich eine bessere Angel, würde ich besser Pokémon fangen. Ja, deswegen würde ich euch gerne mal die bessere Angel haben, damit ich nicht die ganze Zeit nur Kappadors fange. Der Angelkönig gegen das Pokémon-Kind. Du bist Angelkönig. Tja, werden wir sehen, ne? Ob du das wirklich bist. Ein Pokémon. Und dann ein Goldini. Ja. Ist auf jeden Fall wie Pikachu. Ein Rankenhieb. Wenn es Volltreffer gewesen wäre, ne? Na. Ja, toll. Der war natürlich ein Volltreffer. Logisch. Oh, Pikachu. Du darfst eigentlich. Du bist auch nur Level 30. Da kommt doch noch Schock, sollte reichen. So. Und ihn besiegt und Pikachu bekommt ein paar EP. Das war spitze. Das war vor allem easy. Von Pokémon verstehst du sehr viel, doch ich bin der bessere Angler. So, teleportieren. Weil Pikachu ist nur Level 30, ne? Und alle anderen sind schon so weit auch. Was heißt alle anderen, aber sind auch mindestens 30, außer wie der Knosp. Und dann schon Kadabra 33, Glurak ist schon 36. Armes Pikachu. Gut. Die hätten wir alle geheilt. Danke, den Pokémon sind wieder topfit. Ja, danke auch. So. Dann geht's ab in den Turm. Hup. So jetzt. Weiß jetzt gar nicht. Hier sind ja noch keine Geister. So, Item. Übertrank, Liftöffner, Sleepy Go. Fredo, es ist noch nicht an der Zeit, dies zu benutzen. Ist das nur im Kampf? Verschwinde, böser Geist. Ich bin kein Geist. Exorcist, den möchte kämpfen. Nebula. Los, böser Knosp. Weiß jetzt gar nicht, wie weit da irgendwas gut gegen ist. Ja. Hätte ich jetzt mit dieser Knospe als Starter-Pokémon ein Problem. Ist das Schneider? Keine Wirkung auf Nebula, auch nicht schlecht. Die sind echt fies. Ja, toll, jetzt ist ja auch noch paralysiert, ey. Kampf, Hidorino. Mach du das mal hier weiter. Ich weiß es nicht.
Okay, ist zumindest nicht Doppelkick. Hä? Ich glaube, genau, das weiß mich. Konfusstrahl, ja. Das verwirrt toll. Hornattacke. Toll, verletzt mich auch noch nur selber hier, ey. Also Geist-Pokémon sind echt zum Kotzen. Ja, na klar. So verlierst du all dein... alles, was du, nicht mehr verwirrt. Toll. Keine Wirkung, ey, das ist zum Kotzen. Es wirkt nichts gegen diese scheiß... Pokémon. Keine Wirkung, ich kann gar nichts mit Dino machen. Du hast keine Chance, Giftstachel. Ja, toll. Mal ein bisschen, ne? Das ist zum Kotzen. Ich hasse diesen Bereich. Ich weiß gar nicht mehr genau, was gegen Geist-Pokémon besonders gut war. Ja, Verwirrung, selbst zuletzt, toll. Der Kadabra. Ich habe nämlich Psycho-Pokémon, haben mich gar keine Chance dagegen. Deswegen musste man bei der Arena weiterhin Geist-Pokémon haben. Hä, doch? Ah, das war noch andersrum. Hatte irgendwie. Also, dann habe ich ja gar auch kein Problem. Muss ich mit nur Kadabra durchraschen hier. Irgendwann hat das im Kopf. Psycho-Pokémon bringen gar nichts. So, haben wir getauscht. Speichern wir mal eben. Ja, speichern. Und hat das Spiel gespeichert. Gut, dann nehmen wir mal Pokémon. Und jetzt auf eins. Wir werden angegriffen. Huibu. Den kennen wir doch. Der sieht mir aber nicht so aus wie Huibui. Huibu. Exorzist möchte kämpfen. Exorzist setzen Nebulak. Los, Kadabra. Mach mal Abra, Kadabra, Simsala. Nur Bim fehlt. Ich weiß gar nicht, ob sie das endlich mal gebracht haben. Ein Pokémon fehlt noch. Bim. Simsala, Bim. Die Attacke ist sehr effektiv, ich weiß. Habe ich mich gerade gemerkt, dass das ja doch sehr effektiv ist. Exorzist, was mache ich hier? Ja, keine Ahnung. Was du hier machen, was du willst. Da oben ist aber auch noch einer. Apollo! Ein wildes Apollo. Ist natürlich blöd, den One-Hit ich jetzt bestimmt mal eben. Versuchen wir einfach mal direkt mit dem Superball. Ja, war ja klar. Konfusionsstrahl. Konfusstrahl, meine ich. Ja, können wir auch versuchen. Ja. Was? Verdammt. Ja, das wird, glaube ich, nichts mit Superball. Oder? Ja, doch! Apollo wurde gefangen! Sagen, ey, ich mache mir viel zu viel Schaden. Debba. Apollo wurde ein neuer Antrag im Pokédex angelegt. Apollo. Dieses Pokémon saugt seinem bemitleidenswerten Opfern ohne Gnade die Seele aus dem Leib. Ist ja nett. Nein, möchten wir nicht. Und wurde auf Bild C übertragen. So. Dann gehen wir mal noch zu dem Exorzisten da oben hin. Weil das sind ja... hallo? Ist ja alles EP. Nebulak. Ein wildes Nebulak. Ja. Fangen wir das noch. Fehlt uns nur noch Gengar. Item. Und Superball. Flieg, Pokéball, flieg. Fang mir das Nebulak. Bumm, gefangen. Für Nebulak wurde ein neuer Eintrag im Pokédex angelegt. Nebulak lebt in Geisterhäusern und Ruinen. Dein Körper hat keine feste Form oder Gestalt. Möchtest du Nebulak einen Spitznamen geben? Nein, möchte ich nicht. Wurde auf Bild PC übertragen. Wie jetzt hier, du willst nicht kämpfen? Ja, wollte gerade sagen. Alles voll die Spinner hier. Der Exorzisten. Exorzisten möchte kämpfen.
Wieder ein Nebulak. Boah, das wird jetzt schwierig, ne, Kadabra? Zack. Machen wir ja. Ziehstrahl. Bumm. Erledigt. Schaffen wir nicht, Kadabra vielleicht sogar noch auf Level 36 hier? Ich glaube nicht, aber wäre natürlich cool. Buhu, ich wurde erlöst. Wäre ja schon ziemlich cool. Findet Fluchtseil. Brauchen wir nicht. Wobei für Tunnel und so brauchen wir es schon. Da muss nicht teleportieren, ja nicht. Und wieder ein Nebulak. Ja. Kadabra. Ist hier dein Job. Kampf. Da können wir eigentlich auch Konfusion machen, denke ich mal. Haut, denke ich mal, genauso rein, ne? Ja. Gut. Besiegt. Und wieder ein paar EP. Wie viel braucht? Verdammt. Ich wollte gerade Start drücken, um zu gucken, wie der Status ist, wie viel Kadabra braucht. Weil so wenig kriegt er ja jetzt gerade nicht hier, würde ich mal behaupten. Hätte ich beinahe teleportieren gedrückt. Aber es funktioniert ja meine ich eh nicht. Zack. Und wieder ein Nebulak weniger. Und 325. Ja. Hat jetzt aber schon einiges bekommen. Und braucht noch 558. Also noch zwei wilde Pokémon. Ne, ich muss hier unten lang, ne? Da ist die Treppe. Nach oben rein wäre auch gegangen. Egal. Nebulak. Ich brauche noch einen Gengar, bitte. So. Kampf. Konfusion. Und. Erledigt. Sehr effektiv und wohl besiegt. Hat aber hat die Hälfte von denen, was er noch braucht fürs Level Up. Bing. Ich verfluche dich. Warum? Wieso? Hab ich ihn getan? Exorzist möchte kämpfen. Nebulak. Also, was mir hier passieren kann, ist, dass die AP ausgehen von Kadabra. Aber nicht so wild. Wenn wir die Exorzisten besiegt haben, ist ja alles kein Ding. Ja, und Kadabra erreicht Level 34. Sehr schön. Und wieder ein Nebulak. Nein, möchten wir nicht wechseln. Läuft gerade so gut hier. Und Konfusion. Zack. Erledigt. Und wurde besiegt. Wenn du besiegt, was ist denn mal wieder? Was ist passiert? So, dann haben wir gerade erst Level abgehabt. Status. Und er braucht. Boah, 2648. Das ist noch verdammt viel. Und du kannst kein weit. Oh, toll. Ja, dann kämpfen wir erstmal hier gegen sie. Lass mich in Ruhe. Oh, wieder ein Exorzist, den ich kämpfen möchte. Los, Kadabra. Kampf. Konfusion. Bäm. Erledigt. Dann noch ein Volltreffer. Besiegt und wir bekommen ein paar EP. Wer? Was? Wo? 660. Tja, dann müssen wir mal eben dummerweise teleportieren. Kann momentan nicht eingesetzt werden. Was? Ja, stimmt. Wir sind ja in einem Gebäude. Müssen wir sogar zurücklaufen. Ey, wildes Nebulak. Sowas aber auch. Wo ich nicht zurücklaufen muss, weil ich fast down bin. Und dafür hätte man zur Not auch das Fluchtseil. Aber so können wir noch ein paar EP abgreifen hier, wenn wir die ganzen wilden Pokémon besiegen. Und eventuell stoßen wir ja auch auf einen Gengar. Aber ich glaube, das ist erst in den höheren Leveln, also Ebenen von dem Turm hier. So. Ist immer blöd, wenn hier so eine Attacke, die man nicht benutzt im Kampf, immer auf Platz 1 ist. Die Attacke ist sehr effektiv. Man müsste schnell durchklicken. Und ja. Ist aber auch echt verseucht hier mit Geistern, ne?
Aber ist gut, so kriegen wir gut EP. Kampf. Da wieder Konfusion. Zack, komm. So, geht doch. Also so kann man auch echt gut leveln. So. Und dann einmal schnell hier raus. Und dann schnell zum Pokémon Center. Taschen leer machen. Wenn wir gerade sowieso da sind, können wir sie natürlich auch direkt heilen. Zack. Willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Ja, darum bin ich auch hier. Okay, wie würde ich denn deine Pokémon? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm jederzeit wieder vorbei. Ja, das werde ich. So, schalte den PC ein. PC von Fredo. Du hast wohl gehört. Ja, ist mir schon klar. Ablegen. Prinzkopf. Brauchen wir nicht. Mondstein. Brauchen wir nicht. Dann können wir ablegen. Nugget. Brauchen wir nicht. Ja. Nein, Sonderbonbons. Die brauche ich manchmal noch. Zack. TM07. Weil eigentlich kann ich sie ablegen, ne? Sonderbonbon wurde gelagert. Achso, ja, dann muss die Anzahl auch sagen. Ich depp. So, Super, wir brauchen heute der Übertrank, eventuell auch. Wer weiß, ne? Liftöffner brauchen wir schon mal nicht mehr. Den können wir verstauen. Wurde gelagert. Dann einmal noch das TM. So, KP Plus könnten wir ja Pikachu geben. CP Cop brauchen wir. Das ist ja das Ding, damit wir die Geister auch erkennen. Da, die ganzen TMs einfach mal wegtun. Dann haben wir nämlich auch wieder Platz für die ganzen Items, die da rumfliegen. So, so, zack. So, Item. KP Plus, okay. Pikachu. Pikachus Gesundheit ist gestiegen. Ganz wichtig. Hä? Wo bist du denn? Ja. Pikachu! Der mag uns. Ich weiß gar nicht, wir haben das im Turm noch gar nicht gemacht, ne? Ich weiß gar nicht, ob der dann da irgendwie nicht so Angst quasi hat. Wegen den Geistern. Ich glaube, da war irgendwie sowas. Können wir jetzt gleich mal ausprobieren. Auf der nächsten Ebene. So, Pikachu. Ja, wo bist du denn? Ja. Ja, genau. Das gefällt ihm hier gar nicht. Tja. Wenn hier alle toten Pokémon hinkommen. Hier sind ja auch Grabsteine, ne? So. Statt zu lesen, was auf dem Grabstein steht, kommt hier auf einmal so ein Nebulak. Show, Kadabra in voller Frische. Das brauchst du ja unbedingt. Das hast du unbedingt gebraucht. Volltreffer. Sehr effektiv. Und 312. Habe ich das wirklich so weitergeht hier mit den ganzen Zeit irgendwelche Pokémon finden, treffen? Elixier. Wofür war denn nochmal Elixier? Ich weiß es nicht. Aber dann können wir wahrscheinlich schon davon ausgehen, ein wildes Nebulak, dass wir das auf Level 36 schaffen könnten. Nicht zwangsläufig, aber wäre cool. Dann wäre nämlich Kadabra erstmal, oder Simsala, erstmal soweit fertig. Ne, wie Glurak. Und wir können uns wieder auf die anderen konzentrieren. Na komm. Fredo findet Aufwecker. Setz dich nie ein. Da ist auch noch was. Fredo findet KP+. Ja, cool, komm. Guck mal direkt. Item.
Mal eben gerade gucken, wofür war Elixier? Das hätte keinen Effekt. Okay. Hätte ich ja so sagen können, wofür das ist. So, der hat ja... Er kriegt nur ein KP dafür. Du brauchst aber eine Menge, damit du da echt was draus hast, ne? Wobei. Hör. Ja. Moment, warum ist das jetzt nicht gestiegen? Item. Eigentlich hätte doch Pikachus Genesung noch steigen müssen.